Du sagst, wenn es läuft, ne? Läuft. Ah, es läuft. Gut, hallo liebe Zuschauer, Zuhörer. Wir begrüßen euch wieder für den Video-YouTube-Blog von Artischock. Und wir sind jetzt in Graz, nicht mehr auf der Berlinale, sondern auf der Diagonale. Das ist ein ganz tolles österreichisches Filmfestival, wo sehr viele österreichische Filme laufen. Wie es heißt, die Jahresproduktion. Ich wusste gar nicht, dass so viele Filme in Österreich produziert werden. Noch mehr vermutlich. Noch mehr vermutlich. Ich freue mich sehr, Julia Teichmann zu begrüßen. Rüdiger Süßland. Wir haben miteinander gesprochen von der Berlinale und jetzt geht's weiter. Julia ist hier als Berichterstatterin. Ich bin auch ein bisschen berichterstattend da, aber sitze auch in der Dokumentarfilmjury. Und du hast schon viel mehr Filme gesehen als ich, weil du sitzt ja für ein anderes Festival. Wählst du ja Filme aus? Wähle ich Filme noch aus? Ja, und programmiere auch fürs Dogfest in München. Ich habe heute auch schon einen tollen Film gesehen. Ich weiß nicht, ob du den auch schon gesehen hast. Last Shelter, was heißt der? Ach doch, natürlich. Besetzung der Votivkirche. Und so die ziemlich nah dran an einer Gruppe von Flüchtlingen, die Votivkirche in Wien besetzt haben. Eine Langzeitbeobachtung über 3 Jahre oder ein bisschen über 3 Jahre hinweg. Und danach kommt einem Deutschland und seine Flüchtlingspolitik wie das Paradies vor. Das ist ein Effekt des Films. Ich glaube, in Deutschland ist es auch nicht so toll, aber es ist tatsächlich so, dass hier viele Filme um das Thema kreisen. Also Lampedusa im Winter haben wir auch gesehen, schon für die auch Jury. Ein toller Film. Ist im Dokumentarfilmwettbewerb, genau. Und dann haben wir einen Film gesehen, vielleicht kennst du den auch, der heißt Paradies, Paradies. Nein, den habe ich nicht gesehen. Nee, den will ich aber noch gerne sehen. Der ist lustig und interessant. Der ist gut. Ich darf jetzt nicht zu detailliert was sagen, solange die Preise noch nicht vergeben sind. Naja, aber ich kann auch sagen, dass wir den alle ganz gut fanden. Und wir haben diese genannten Filme alle gut gefunden. Und, das ist dein Favorit? Der wurde mir ja auch schon von anderer Seite empfohlen. Ich kann sagen, dass ich den mag. Diese 3 Filme, die wir erwähnt haben, sind sehr unterschiedlich. Die erzählen aber alle 3 was von dieser Situation, die etwas mit der sogenannten Flüchtlingsfrage zu tun hat. Es geht ja schon damit los, dass man es nicht mal Flüchtlingskrise nennen sollte, scheint mir, weil man damit schon Situation diesen Krisendiskurs schreibt. Ja, Situation, Frage. Es wirft Fragen auf, es fragt uns ja auch was. Ich habe aber mal eine Frage an die Dokumentarfilmjury. Eine Frage, die da ist. Ich finde Situation schon nicht schlecht, weil Frage ist sowas Hypothetisches oder impliziert sowas Hypothetisches. Ist ja keine Hypothese, es ist ja da. Aber eine Frage an die Dokumentarfilmexpertin. Nutzt das einem Dokumentarfilm aus deiner Sicht? Schadet das ihm oder wie geht man damit um, wenn das so ein brennend aktuelles Thema eine Rolle spielt? Weil man ist ja da befangen. Man denkt, ah, das ist wichtig, selbst wenn der Film vielleicht nicht so gut ist, das müssen wir jetzt schon machen beim Festival. Oder den Film, den muss man beachten, als Berichterstatterin viel drüber schreiben, weil in allen Zeitungen schon dauernd was über die Flüchtlinge steht. Aber inwiefern nutzt, also was ist Nutzen oder Schaden für einen Film? Woran bemisst sich das? Auf welchem Festival der läuft? Wie viele Zuschauer den sehen? Was ist ein Ja, da frage ich dich, also Nutzen, jetzt als Journalistin. Ja, du hast nach Nutzen oder Schaden gefragt. Das ist, schreibst du jetzt extra drüber, Kiel drüber vielleicht, machst du damit einen Aufmacher bei einem Text, weil... Also es ist natürlich schon, finde ich, gehört zum Dokumentarischen dazu, dass man auch auf die Probleme guckt, was gerade passiert, was passiert in der Welt, was da ist. Deswegen finde ich das natürlich wichtig. Also es wäre jetzt schon erstaunt, wenn dieses Thema auf einem Festival wie diesem oder auf einem Festival wie unserem in München nicht stattfinden würde. Oder auf der Berlinale auch. Also dass ein Festival sich da positionieren muss, insbesondere Dokumentarfilme, also deswegen auch Foco Amare im Berlinale-Wettbewerb natürlich genau richtig programmiert ist und so weiter. Könnte man jetzt einen Exkurs machen, aber egal, aber dass man da sozusagen nah dran ist als Festival, finde ich schon wichtig und für den Film jetzt auch nicht ein Problem. Was passieren kann, ist sowas wie mit Lampedusa im Winter, dass dann gleichzeitig ein Film entsteht wie Foco Amare und dann stehen die plötzlich in Konkurrenz. Und dann kann was passieren mit Lampedusa im Winter, dass dann alle sagen, ah ja, jetzt kommt ja Foco Amare ins Kino, so die Verleihe, die Weltvertriebe und so weiter, na dann können wir nicht noch so einen Film gebrauchen. Dann, also solche Dinge können passieren. Jetzt muss man was dazu sagen für die Zuschauer, Foco Amare hat in Berlin gewonnen und ist ein Film von Gianfranco Rosi, ein Dokumentarfilm, sehr essayistisch und der spielt wie Lampedusa im Winter, in Winter ist der internationale Titel, spielt auf der Insel Lampedusa, die eben als die Insel für die Flüchtlinge, die Gestrandeten, die von Afrika mit den Booten rüberkommen und als das erste Ziel, weil es 120 Kilometer vor der Küste Libyens liegt, als das erste Ziel eigentlich jetzt so ein Brennpunkt dieser ganzen Flüchtlingsfrage ist oder Flüchtlingssituation.
Und beide Filme erzählen von dieser Insel Lampedusa. Auch ziemlich ähnlich, so ein paar Parallelgeschichten. Es kommt jeweils ein Radio-DJ vor. Es beginnt jeweils und endet jeweils mit der Situation, wo Rettungsboote von der Küstenwache in Funkkontakt stehen mit irgendeinem Boot, was hilflos in den Wellen herumschippert und eigentlich hofft, gerettet zu werden. Also es gibt Parallelen, die in der Situation auch von Lampedusa liegen. Und gleichzeitig erzählen beide Filme eigentlich nicht von den Flüchtlingen, sondern sie erzählen von Lampedusa, von den Italienern da, was die so treiben, was die für Sorgen haben oder wie sie auch, nicht gerade ignorant, aber wie sie doch so ein bisschen vorbeileben und ihr Leben vorbeidriftet an dem Schicksal der Flüchtlinge. Wie sie versuchen, ihr Leben an dem Schicksal der Flüchtlinge vorbeidriften zu lassen, oder? Also es ist ja so. Das Schöne an diesen YouTube-Gesprächen ist, wir können die ja immer locker 2 Stunden machen. Das werden wir sicher auch noch irgendwann, wenn sich das erstmal eingegroovt hat, denn jetzt wird es das immer geben im Internet, werden wir sicher noch machen. Jetzt wollen wir uns trotzdem auf 10 Minuten beschränken, weil das ist ja auch der Auftaktbeitrag zu unserer Diagonale-Berichterstattung. Heute später wird Julia mit den beiden Leitern sprechen, denn Julia ist hier nicht nur die Gesprächspartnerin, das heißt nur, sondern sie ist auch die Co-Moderatorin, ja, also immer beides. Du bist nicht nur der Moderator. Nein, ich bin nur der Moderator, aber du bist auch Moderatorin. Und, aber der entscheidende Punkt ist eigentlich, darauf wollte ich kommen, die Diagonale ist ja schon gestern am Dienstag eröffnet worden. Und wir haben beide einen Eröffnungsfilm gesehen, das ist nämlich kein Dokumentarfilmfestival, sondern hier laufen auch Spielfilme. Und der Eröffnungsfilm, Maikäfer fliegt, ist eine Verfilmung von Christine Nöstlinger. Kanntest du das Buch? Ich kenne das Buch und lustigerweise, ich habe das als Kind gelesen, da war ich gar nicht so viel älter, also da war ich vielleicht 10 oder so. Und ich war vergangene Woche bei meinen Eltern im Keller und habe das Buch für mir in die Hände. Und dann dachte ich, ah, ich fahre hierher und sehe den Film und habe mich dann auch wieder erinnert und auch ein bisschen dran rumgeblättert. Und ich mochte das sehr, das Buch, als ich es gelesen habe und ich habe mich gefreut auf den Film. Ist autobiografisch. Hast du das deinen Kindern, du hast ja 2 Söhne, hast du denen das vorgelesen schon? Nee, das sind die noch zu klein, die sind 4 und 7, also das würde ich sagen, das ist vielleicht noch ein bisschen, ja, dem 7-Jährigen vielleicht. Oder irgendwann muss man mal anfangen, sonst landet man nie bei Krieg und Frieden. Sonst denkt er ja, es gab keine Nazis in Österreich. Ja, eben, ja, genau. Ja, und keine Russen. Also da kommen die Russen, aber ausnahmsweise mal nicht nach Berlin, sondern nach Wien. Und das ist eine, wie ich finde, total interessante Geschichte gewesen. Filmisch fand ich es ein bisschen konventionell, wie das ja oft so bei Eröffnungsfilmen ist. Also das war ein idealer Eröffnungsfilm. Das war ein super Eröffnungsfilm. Ja. Aber ein bisschen konventionell, würdest du zustimmen oder nicht? Konventionell, aber schon auch, ja, aber der war in Ordnung. Auch die Kinderperspektive war in Ordnung. Am Anfang hatte ich echt so ein bisschen Angst, weil das dann so kostümfilmmäßig anfängt. Und die haben dann alle so hingestreuten Staub auf ihren Mänteln und der ist so schön verteilt und so. Und dann denken sie, oh Gottes Willen, wenn es so weitergeht und die sehen alle so mit extra staubig gemachten Haaren und man sieht so das Kostüm und man sieht so die Maske. Aber das ging dann gar nicht so weiter. Die sind ja dann tatsächlich in so einer, gehen aus der Stadt raus, sind in so einer Art ländlichen Idylle dann mehr oder weniger und dann eignet sich der Film so diese Kinderperspektive an und das fand ich wirklich dann ganz gerne. Du hattest nicht den Eindruck, dass dann vielleicht doch ein bisschen die Russen ein bisschen zu nett waren und ein bisschen wenig Nazis? Das war natürlich, doch, natürlich. Also natürlich war das ins Märchen auch. Ja. Genau, aber das ist ja auch so, das ist ja eben auch, also ja, sozusagen, weil es die Kinderperspektive einnimmt, wiegt das nicht, das wäre jetzt was anderes, wenn es eine andere Perspektive gewesen wäre, aber so aus der Perspektive ist es, Kinder strecken sich ja auch ihre Märchen. Kino ist ja immer so auch ein Fantasy- und Märchenort, es ist nicht nur Dokumentation, es ist nicht nur Ernst, es ist nicht nur Autorenfilm, es ist auch Märchen und Abenteuer und insofern fand ich es auch den fast perfekten Eröffnung. Fand es in Ordnung, mal so einen großen Mainstream, österreichischer Mainstream-Film als Eröffnung, das war, besser hätte ein Eröffnungsfilm nicht sein können. So sind Eröffnungsfilme, allemal war es eine super Eröffnung, von der wir Deutschen uns mehr als nur 2, 3 Scheiben abschneiden. Mit tollen Reden, Lässigkeit, Charme, Entertainment. Ja. Da kann fast jedes Festival in Deutschland von lernen. Ich wüsste eigentlich keins, was nicht von lernen kann. Jetzt weißt du eins? Na gut. Okay, das war der erste YouTube-Vlog von Graz, aber nicht der letzte. Bis dann. Dankeschön.